Hallo und willkommen zum Mila Innere Report, heute in Wiesbaden bei der ersten Bundesliga VZ Wiesbaden gegen die Ladies in Black Alemannia Aachen. Neben mich der Regina Burchardt und Andreas Vollmer. Fangen wir mal mit der Lady an. Erster Satz, klar gewonnen, dann leider noch die letzten Sätze abgegeben. Fünfter Satz, Tiebreak, 4 Matchbälle abgegeben leider. Erzähl mal, Regina, was war los? Ja, wir haben gut ins Spiel reingefunden im ersten Satz. Dann haben wir im zweiten Satz ein bisschen den Satz abgegeben. Den hätten wir uns auch holen können. Da haben wir am Ende nicht so viel Druck aufbauen können wie zuvor. Ja, dass wir dann im fünften Satz gekommen sind, war für uns dann wieder gut, zumal wir einfach hinten lagen und dann auf 2-2 ausgleichen konnten. Und im fünften Satz, also im Moment kann ich es mir nicht erklären, aber wir hätten das einfach wirklich zumachen müssen und auch können. Aber Aachen hat einfach heute im Endeffekt dann auch verdient gewonnen, weil sie haben die Punkte am Ende rausgeholt und wir nicht. Andi, deine Mädels haben ja sehr gut angefangen im ersten Satz. Was ist danach dann schiefgelaufen? Erzähl mal, wie hat Alemannia Aachen euch jetzt im Griff bekommen? Ja, Rätsch hat ja schon gesagt, inhaltlich kann man das ja ablesen. Ja, wir haben sicherlich dann schwächer aufgeschlagen, der Gegner wurde besser im Blockabwehrbereich, hat vor allem im Angriffsspiel effizienter gespielt im zweiten und dritten Satz. Wir waren dann oft im Hintertreffen, viel unter Druck in der Verteidigung und haben auch nicht so präzise Aufschläge gemacht. Sie haben dann mehr Bälle nach vorne bekommen, haben im ersten Tempo mehr Druck gemacht. Das war so inhaltlich so in Satz 2 und 3 eigentlich die Veränderung vom Spielgeschehen. Wir haben im Satz 1 haben wir sehr gut Aufschlag gemacht. Wir haben nur mit hohen Bällen vom Gegner arbeiten müssen, das kommt recht gut. Haben auch viele indirekte Punkte im Aufschlag erzielt. Das ist das alte Lied halt im Volleyball inzwischen, dass der Aufschlag so dominant ist. Und wenn du dann eine gute Serie hast, dann gewinnst du einen Satz damit. Wenn du nicht gut machst, dann musst du halt den Block und Abwehr dagegen halten. Und da haben wir nicht so gut gespielt eigentlich in den Sätzen 2 und 3. Trotzdem, wie wir schon gesehen haben, dann ein herausragender vierter Satz. Wir haben ein bisschen umgestellt auch von den Spielern her, haben ein paar Wechsel vorgenommen in unserer Mannschaft und haben gefruchtet. Ja? Und im Tiebreak, leider muss ich sehr früh Timeout bei 3-0 schon oder bei 0-3. Am Ende hat uns gefehlt, vielleicht noch ein Timeout zu haben bei 10-14, wo es dann noch 14-14 rankam. Wir konnten dann halt noch Spielerwechsel vornehmen, hat auch kurzfristig geholfen, noch einmal zu gewinnen in Sideout. Aber so richtig rein sind wir nicht dann mit dem Energie oder mit der Überzeugung dann zu gewinnen. Weil klar, wenn du dann zurücklegst, du holst auf, Momentum war beim Gegner. Wir haben eigentlich fast dann nur reagiert, aber was ich gut fand, wir haben wenigstens versucht, was zu machen, aktiv, ja, aggressiv, nicht nur die Bälle reingespielt und auf den Fehler vom Gegner gehofft. Hat da geklappt, wir haben viel im Block reingehauen, aber das ist jetzt halt heute die Geschichte, wie man halt nicht gewinnt gegen Aachen. Wir werden daraus hoffentlich wieder was lernen in dieser Saison und dann beim nächsten Mal in der Situation vielleicht besser reagieren. Regina, beim Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen habt ihr leider 3-0 verloren. Hat Alemannia Aachen heute das Konzept wieder benutzt, wie beim Heimspiel damals bei denen? Oder welche Spieler haben sie heute zum Beispiel gesucht beim Aufschlag? Also ich empfand das Spiel ein bisschen anders als in Aachen. Wir haben uns auch ein bisschen leichter getan, gegen sie zu spielen. Sie konnten im Hinspiel sehr viel über den Einbeiner punkten. Das haben sie heute ein bisschen weniger gespielt. Ich denke, über Außen, das haben wir zu wenig in den Griff hauptsächlich bekommen. Andi, mal ein anderes Thema. Zurzeit läuft das für euch gut. Tabellenerster zurzeit noch. 3 verlorene Spiele, heute das 4. leider. Deine Pläne für die Playoffs eventuell? Ja, sicher. Momentan heißt es einfach Punkten. Egal welches Spiel du hast, du kannst auch verlieren mit Punkten natürlich. Heute haben wir auch einen Punkt gewonnen, muss man ja aussehen. Es ist das Spiel verloren, aber wir wollten auch sicherlich mindestens 2, aber eigentlich sogar 3 Punkte heute holen, weil bin mir sicher gewesen vor dem Spiel. Wir haben eine ansteigende Formkurve in Schwerin gezeigt im Vergleich zur Vorrunde, als wir da Schwerin auch verloren hatten und dann danach Aachen verloren haben, eigentlich auch mit 0-3. Wir waren heute viel besser drauf von der Grundvoraussetzung her und deswegen habe ich heute uns absolut den Sieg auch zugetraut. Wir haben den Punkt jetzt gewonnen, das ist ein weiterer Punkt für unsere dritte Playoff-Qualifikation. Das muss man sicherlich sachlich auch so hinnehmen. Aber klar, wir müssen einfach mal wieder 2 oder 3 Punkte holen, ja, damit wir einfach das recht früh klar machen von der Positionierung her. Und am besten, das ist ja gut, wir haben nicht viel Zeit, 2 Tage jetzt Zeit, uns vorzubereiten auf Suhl. Damit wir einfach in Suhl eins rausreißen, mal auswärts wieder 3 Punkte heimschleppen. Das ist sicherlich auch möglich von der Positionierung her. Aber wir haben gesehen, man muss einfach immer draufbleiben, kann nicht nachlassen. Und vor allem auch in Suhl, wir haben ein sehr gutes Aufschlagspiel, so wie im ersten Satz heute, das war wirklich sehr gut. Okay, Anja hat es ja schon erwähnt, nächstes Spiel gegen Suhl, jetzt am Samstag. Ich wünsche euch viel Erfolg, bringt ihr 3 Punkte mit nach Hause. Bis dann, tschüss. Ciao.